Willkommen zu einer neuen Runde Hawken. Es geht auf die Map Origin und werden wir diesmal im Gewinnerteam sein oder wie so oft im Verliererteam? Diese tiefgreifende Frage werden wir heute klären. So, es geht los mit einem Match, na, 5 gegen 5. Und die Runde startet in 3, 2, 1 und los. Na? Was ist denn jetzt? Hallo? Ah, jetzt geht's los. Wir nehmen wieder den Assault, was auch sonst. Uns fehlen noch knapp 300 bis 400 Credits für den neuen geilen Arschtreter-Mech, den ich im Visier habe. Ein schönes Hühnchen hast du da ausgepackt. Ja, schön. Okay, ich verstehe die Andeutung so, er will ein bisschen Moorhuhn-Schießen hier machen. Soll er gerne machen. Ich werde mein Bestes dazu beitragen. So, 9 Sekunden, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und Action. Oh, da sind Schnee. Was war das denn jetzt? Blödes Sprungfeld. Mann, jetzt geh doch mal aus dem Weg, Kollege. Wir müssen vorsichtig vorgehen. Ein bisschen sneaky. Ein bisschen versteckt. Wo wird denn hier geballert? Ich sehe keinen. Hä? Sind die alle über uns oder wie? Tatsache. Ja, ihr seid ja feige Schweine. Nee, 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 nee. Nein, nicht mein Killclown, meiner. Komm her, du bist meiner. Jawohl, du bist mein. Ja, da oben geht's auch wieder zur Sache. Und ja, da hat's uns hingerafft. What the fuck? 1 zu 5 schon, Alter. Wollt ihr mich denn hier rollen? Wie so einen alten Rubel. Das kann doch nicht sein, ey. Match gerade angefangen, 1 zu 5. So, wo sind die Gegner? Die haben sich auch clever positioniert hier oben, natürlich. Kuckuck. Na, Mausezahn. Aua. Kriegen wir denn jetzt schon wieder auf die Fresse? Ich muss gleich nochmal genauer schauen, aber ich habe den Eindruck, unser Team verteilt sich hier schon wieder sonst wie weit. Da läuft nur irgendwer einzeln rum. Da sitzt auf die Fresse. Da versuchen wir uns jetzt hier ein bisschen oben lang zu handeln. Ups, das ging schief. Kuckuck. Da müssen wir halt auch hier in den Einzelkampf vorrücken. Ach, Scheißdreck, Mann. 1 zu 10, was macht denn das Team? Haben wir überhaupt ein Team? Sind die alle Kaffee trinken oder auf dem Scheißhaufen, auf dem Scheißpott oder was? Wollt ihr mich verarschen? Ein Kill, Mann. Kann doch nicht wahr sein. So, jetzt geht's hier mal auf die Fresse, hoffe ich. Wenigstens den zweiten Kill von uns. Na, guck mal, das hat auf einmal geklappt. Merkwürdig, ne? So, da wird es uns jetzt auch zerlegen, natürlich. Zwei Kills, Alter, macht das Team gar nichts, oder wie? Ich bin jetzt aber wirklich nicht der Pro-Gamer hier. Und, ey, das kann... Leute, was macht ihr? Da muss ich mich jetzt schon mal aufregen an dieser Stelle und fragen, was zum Teufel macht ihr? Unser Team hat zwei Kills und das sind nur unsere... Ihr Spackos! Jetzt geht doch mal auch in den Angriff! Latscht ihr die ganze Zeit rum und lasst euch von hinten und von oben wegklatschen. Das kann doch nicht wahr sein. Da habe ich dann auch kein Verständnis mehr für so eine Scheiße. Ja, da, Batsch. Ist unsere Kamera gestört worden. Ja, da wird auf uns geschossen, natürlich. Oh. Da haben unsere Teammates aus Versehen mal zwei Kills gemacht, Mensch. Ja, das Ding ist auch durch, die Runde. Wir werden jetzt ja noch unser Bestes geben. Ja, fuck you. Ja, und dann nehmen sie uns... Mann, das ist doch eine Scheißrunde.
Ach ja, komm. Was für... Nee, das regt mich gerade auf. Jetzt muss ja keiner ein Pro-Gamer sein. Ich bin auch nur ein Kackbuhn. Aber das, was hier gerade abläuft, nee, das regt mich auf. Leute, wenn die fast down sind, dann müsst ihr euren Arsch mal 2 Meter nach vorne bewegen und den Scheiß an den Rest geben. Sonst heilen die sich doch einfach nur wieder. So, hier er zum Beispiel. Gleich hinterher, wo ist er? Ach du Vollidiot, ich bin deinem Team. Noch den jetzt nicht entkommen lassen. So wird das gemacht. Mann, ist doch nicht so schwer. Einfach mal jetzt ein bisschen gemeinsam vorangehen. Und das ist der nächste Kackhaufen. Komm, gemeinsam bumsen wir ihn, diese dicke, fette Kackkröte. Oh, Hilfe. Na, guck mal an. 9 Kills. Bringt uns jetzt auch nicht mehr viel. Also hätte das gleich von Anfang an laufen müssen. Mann, das ist doch kein schweres Spielprinzip. Einfach mal ein bisschen geschlossen, gemeinschaftlich vorgehen. Und wenn der Gegner fast down ist, dann gib ihm den Rest. Leute, ihr könnt auch fliegen. Ihr müsst euch nicht die ganze Zeit hier auf den Boden stellen. Ihr könnt euch auch mal oben irgendwo positionieren, ihr Deppen. So, na, brezeln wir jetzt rein. Ach, scheiße, jetzt falle ich auch noch runter. Scheiß Map. Wo liegt denn jetzt? So, da will wieder einer flüchten. Nee. Okay, jetzt sind wir am Arsch. Ich brauche Deckung. Cover me. Komm, beschütze. Alter, Leute, beschütze mich doch mal. Reiner Zufall, dass wir nicht über den Haufen gebumst werden jetzt. Mann, wenn dein Teammate fast am Arsch ist, stell dich vor ihn, beschütze ihn und warte, bis er sich repariert hat. Das ist doch nicht so schwer. Warum rafft es das Gegnerteam jede verschissene Runde, die wir spielen? Und warum kommen wir jedes Mal in ein Scheißteam, wo die Hälfte der Leute nicht mal die simpelsten Grundlagen kapiert? Ja, klar. Das ist doch eine Scheißrunde. Ich meine, klar, wir sind auch scheiße gerade, aber trotzdem. Es geht ja nicht um die Leistung des Einzelnen, es geht um das Team. Und ich sehe hier erstmal nicht so viel Teamspiel. So, wir kleben uns hier mal wieder. Guckst du doch an, da hinten ist einer, hier ist irgendwo einer. Jeder ist hier irgendwie verstreut und dann gehen so wie die Bluthunde alle blindlings auf einen los, haben keinen Blick mehr für die Umgebung. Oben kommt zum Beispiel schon wieder der Nächste, habe ich gesehen, aber ich will mir den jetzt hier schnappen. Ist mir scheißegal, ich hole dich jetzt. So, und jetzt versuchen wir hier schnell zu reparieren. Vielleicht, nee, klappt nicht. Rückzug. So, gucken. Schnell reparieren. So wird's gemacht. Sneaky Bastard hier. So, da sehen wir noch einen. So, jetzt stirb. Nix overheating. Wo ist er denn jetzt? Mann, du kleine Kackbrumme. Willst du mich doch jetzt verarschen, dass ich den nicht... What the fuck? Was? Ja, klar. Nö, ist klar. Nö, hab den überhaupt nicht getroffen. Ist schon klar. Hm. Hey, 16 zu 27. Was für eine geile Action. Ja, komm, alle, komm, das ganze Team auf einen einzigen drauf. Komm, wir rennen ihm alle hinterher wie die letzten Idioten. Mach ich doch mit, das war ja sowieso hier alles verloren schon. Die Geschütztürme könnt ihr ruhig auch mal beseitigen, ihr Spackos. Die machen euch auch Schaden, ob ihr es glaubt oder nicht. Die sind nicht nur Deko. So, vielleicht wäre toll. Ach nee, beschützt mich nicht. Scheiß drauf. Renn weiter, ist okay. Das ist doch zum Kotzen. So. Hier so einen dicken Bobby wie den da unten. So einen in der Richtung würde ich mir dann nämlich auch holen. Kaufen. Ah, oh, die Map geht mir auch auf die Eier. Reparier dich, du Affe! Ja, los! Komm, ich beschütze dich jetzt. Jetzt reparier dich. So, da. Nee. Freundchen. So nicht.
Wir machen bei dem auch irgendwie kaum Schaden, habe ich das Gefühl. Wo ist er denn jetzt? Ach, da hat sie ihn zerlegt. 21 zu 29. So, erstmal wieder die Rüstung reparieren. Okay, das reicht. Zurück in den Kampf. So, wir befragen mal die Minimap. Wo geht denn die Action ab? Irgendwo in die Richtung und wir verlieren wieder knapp. Bin gerade irgendwie blind. Hinter unserem Gegner sein. Oder auch nicht. Alter, was stehst du jetzt? Nee, steh doch einfach mal dumm rum. Steh doch einfach dumm rum. Ja, guck die Wand an. Mann, ihr habt eine Minimap. Da seht ihr doch, wo die Teammates und die Gegner sind. Nee. Ja, die Gegner haben verdient gewonnen mit so einem blöden Kackteam, muss ich jetzt einfach mal sagen. Wir haben ja ein, zwei Ausnahmen bei uns mit drin. Aber den Rest kann man hier echt vergessen in dieser Runde. So. Können wir vielleicht nochmal schnell was reißen. Nichts overheating. Guck doch mal, wie ich die alle von hinten bumse. Fast im Alleingang. Da ist noch ein Teammate. Ich glaube wirklich nur der Moses oder ach egal. Ja, verdient verloren, muss man sagen. Das war scheiße. Es ist erstaunlich, dass wir so nah an das Gegnerteam rangekommen sind. Wie dem auch sei, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und wenn ihr Lust habt, dürft ihr natürlich in der nächsten Runde wieder mit dabei sein. Wir müssen noch ein, zwei Runden packen und dann wird es den neuen Mech geben. Und dann schauen wir mal, wie das Kräfteverhältnis dann aussieht. In diesem Sinne, Freunde, wünsche ich euch noch eine gute Zeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.